Das LG KC910 verfügt über eine 8-Megapixel-Kamera. Man kann wohl sagen, das ist das Herzstück des Handys, denn im aktuellen Standort ist das schon wirklich sehr gut. Die Bedienung ist klar, läuft über das Touchpad des Handys ab. Rechts hat man dann eine Werkzeugleiste. Natürlich bietet das Handy auch viele Voreinstellungen. So kann man verschiedene Farbmodi wählen, wo man zum Beispiel Landschaft, Strand, Sport, Porträt auswählen kann. Wir haben ein paar Bilder gemacht und das sieht man jetzt hier. Wir haben uns auch mal den Makromodus der Kamera etwas näher angeguckt und da muss man sagen, dass die Kamera an ihre Grenzen stößt, denn wie man sieht, werden die Makrobilder teilweise nicht wirklich scharf, wenn man zu nah rangeht und man muss wirklich ein bisschen ausprobieren, bis man wirklich ein scharfes Bild bekommt. Aber alles in allem für eine Handykamera ist das schon wirklich ausreichend. Wir haben nochmal ein Makrobild vorbereitet. Sieht man jetzt hier. Wir haben uns auch mal die Videofunktion der Kamera etwas näher angesehen. Wie bei dem Fotomodus auch, gibt es hier einige Einstellmöglichkeiten. Aufnahmemodus, Farbeffekte, kann man alles einstellen. Die Videogröße ist maximal 640x480. Wir nehmen mal hier 480x240 im Breitformat, um ein bisschen weniger Speicher zu nehmen. Zoom ist natürlich auch möglich. Vierfach digital kann man ein Video heranzoomen. Das werden wir jetzt mal hier tun. Die Kamera nutzt übrigens den DivX-Codec, der weit verbreitet ist und somit eine gute Kompatibilität bietet. Neben der Normalgeschwindigkeit kann man auch in Zeitlupe aufnehmen. Das haben wir auch mal ausprobiert. Und da gab es dann folgendes Ergebnis, was man jetzt gleich sehen wird. Durch den digitalen Zoom ist es jetzt nicht wirklich super. Dann haben wir nochmal den Zeitraffer ausprobiert. Das hat schon etwas besser funktioniert. Auch bei Vierfach Zoom kam da eine ansprechende Qualität heraus, was man jetzt gleich sehen kann. Für die einfache Übertragung der Dateien auf den eigenen PC empfiehlt sich übrigens die LG PC Suite. Die ist im Lieferumfang des LG Renoir enthalten. Die Dateien der Speicherkarte werden automatisch sortiert, also man hat Bilder, Videos und Musik zum Beispiel in unterschiedlichen Ordnern und die kann man einfach per Drag and Drop auf den eigenen PC rüber kopieren. Auch ganz gut ist, dass man einen integrierten Player hat, somit kann man sich seine Videos in der Vorschau auch nochmal anschauen.